Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls im guten, hier Akromod und so. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt ein bisschen aufgelevelt, bin ja schon mal hergegangen vor Sens Festung, weil die unnötigen Laufwege bei 15 Minuten wollte ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Hab hier ein bisschen aufgelevelt, bin jetzt auf plus 7, wenn ich mich nicht täusche. Können wir gleich mal nachschauen. Da ist es plus 7. Und auch so habe ich ein bisschen ausgelevelt. Und ja, da kommen sie schon. Wir müssen jetzt in die Sens-Festung. Da kommen die guten Herren schon angelaufen. Ja, mal gucken, wie die jetzt reinzimmern, ob die reinzimmern. Und der gute 13-Möwe ist diesmal nicht dabei, auch wenn er schreibt. was? Wo sind die jetzt hin? Sind die resettet? Die sind resettet. Ah ja, okay. Scheiße. Ja, die sind halt schon so ein bisschen krass. Also, es ist auf der Dingens ist es schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Wir müssen ja bis ganz nach oben kommen und wir nehmen nicht den Shortcut. Es gibt ja irgendwie so einen Trick, weiß ich nicht. Mit dem bin ich jetzt auch nicht so ganz vertraut, aber... Oh, 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 oh. Ja, das war auch falsch. Da hätte ich warten können. Okay, die Estus Flask habe ich auch verstärkt, ne? Also falls ihr euch wundert, ihr habt ja in der letzten Folge noch angemerkt, ich solle die Feuerhüterseele holen. Natürlich, die wollte ich natürlich noch holen. Habe ich bloß vergessen noch zu sagen. Das war ja natürlich alles schon im Plan mit drin quasi. So, komm, jetzt, genau. Die habe ich mir noch geholt und von daher, keine Angst, die habe ich nicht vergessen. Mal gucken, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es überhaupt überall Feuerhüterseelen gibt. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber alle werden wir wahrscheinlich nicht finden bzw. kriegen. Von daher, mal sehen. Ich bin schon froh, wenn ich irgendwie auf plus 5 komme, würde ich mal meinen. Weiß gar nicht, wie ich im ersten Durchlauf, wie viel ich da hatte. Eine hat ja auf jeden Fall gefehlt, weil ja meine Feuerhüterin quasi gestorben ist. So, da ist der erste runtergefallen. Und mal gucken... Was? Okay, warum kommt der nicht? Das ist ja sehr verwunderlich. Ah, okay. Jetzt so runtergefallen. Da unten sind die ganzen Zauberer. Vielleicht wird es ja doch einfacher als gedacht, weil hier sind ja schon Viecher an miesen Stellen, sage ich mal. Vielleicht fallen die einfach so runter. Vielleicht wird es aber umso krasser, weil die mir an noch unmöglicheren Stellen entgegenkommen. Man weiß es nicht. Das bleibt abzuwarten. Sensfestung ist an sich schon eine coole Sache. Hat mir gefallen, habe ich auch lange dran gesessen. Okay, hier ist es nämlich jetzt frei. Da müsste vorher jemand gewesen sein. Bin mir aber nicht ganz sicher. So. Das ist halt so eine... Tja, das war knapp. Das war auch wieder knapp. Oh Gott. Ja, ich mag die nicht. Diese Fallen mag ich echt nicht. So. Dann müssen wir jetzt hier. So. Haben wir nicht mal ausgelöst. Ach, Traum. Ein Traum. So, jetzt müssen wir auch gucken. Ah, eine große Scherbe. Dann kann ich ja Dingens schon wieder aufwerten. Das Uchi. Aber das machen wir jetzt nicht ganz so krass. Wir müssen ja an sich noch nur nach Arno Londo kommen. Und... Ah, der lebt sogar noch. Guck einer an. Ach so, der... bewegt sich, glaube ich, nicht. Ja, okay, jetzt kommt der hier. Die jetzt niedergemäht werden. Warte mal, wir machen es mal so. Vielleicht... Oh, das sind ganze drei. Okay, der eine ist weg. So. Das wird haarig. Das wird haarig. Oh, wow, 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 wow. Warte mal, jetzt muss ich mal ein Stück zurück hier. Das kann ja nicht wahr sein. Jetzt habe ich nicht mal auf die Uhr geschaut. Scheiße, wir müssen auf jeden Fall ganz penibel 15 Minuten einhalten, weil ihr habt ja wahrscheinlich mitgekriegt, oder wenn ihr zumindest Demon's Souls geguckt habt, die werden jetzt momentan in zwei Teile gesplittet, weil ich das Ding halt schon durch habe und die Parts halt mitunter mehr als 15 Minuten haben. Ja, der YouTube-Strike, ne? Wir arbeiten dran. Ich hoffe... Es geht so schnell wie möglich auch in normalen und vollen Parts weiter. Von daher muss ich hier mich wirklich an die knallharten 15 Minuten. Und es kann
halten. Aber es kann halt auch mal kürzer werden und so, dass ich halt nicht in die Verlegenheit komme, das cutten zu müssen. Das kommt halt euch zugute. Und das ist dann alles schon ein bisschen besser. So, jetzt muss ich mich tierisch beeilen hier. Komm, 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 komm. So. Da kommt der nächste durch. Den können wir vielleicht durch die Wand hier machen. Ja, der kann mich aber auch angreifen. Ja, das ist nicht so schön, vor allem wenn die Kugel da kommt. Okay, er greift mich aber im Prinzip nicht an. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die Kugel vorbei geht. Nicht, dass er mich jetzt da reinballert. So. Okay, komm, komm, komm. Eins, zwei. Sehr schön, der ist tot. Dann treten wir durch den Nebel und gucken, ob da nicht noch jemand kommt. Nee, sieht frei aus. Okay. So, wo kommt denn da? Da kommen die Pfeile, okay. Dann muss ich hier schnell durch. Ja, sehr schön. Okay, dann müsste hier irgendwo noch eine Kiste sein und das müsste der Mimik sein. Ah, der Mimik kommt sogar schon. Okay. Ich muss die Mimiks noch nicht mal mehr freischalten. Da muss ich mir jetzt also in Zukunft keine Gedanken mehr machen, dass ich Mimik verpasse, denn sie kommen scheinbar schon alle. Das ist ja schön. So, 1000 Seelen und der gute Blitzspeer. So, jetzt müssen wir auch hier wieder abwarten. Und scheiße, ich habe echt nicht auf die Uhr geguckt, ey. Vielleicht, ich muss im nächsten Port auf jeden Fall auf die Uhr schauen. Seht es mir nach, wenn es hier vielleicht in zwei Parts gesplittet werden muss. Das ist nicht unbedingt meine Schuld, schon, weil ich nicht auf die Uhr achte, aber YouTube mag mich nicht. Momentan zumindest. So, hier müsste das Mimik gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. So, dann auf nach oben. Oh Mann. Es kann noch schief gehen, sage ich mal. Warte mal, wir heilen uns erstmal. Das ist mir lieber, sage ich mal, nicht, dass ich da oben dann die böse Überraschung erlebe. So, ich guck mal kurz mal rechts auf die Uhr. Ungefähr die Zeit habe ich ja. Ja, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Ich hoffe es einfach mehr. Wir sind, glaube ich, bei 7 bis 8 Minuten oder so. Ich bin nur ein bisschen überpünktlich hier momentan. Wegen der ganzen Sache. Beyond und Demon's Souls muss ja mitunter in zwei Parts geteilt werden. Es geht halt nicht anders. Es ist echt zum Kotzen. Ja, ich verstehe mich da sicherlich. Es ist halt alles ein bisschen suboptimal. So. Ja, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Das habe ich im ersten Durchgang schon nicht geschafft. Wie zur Hölle kriegt man diese Tür da auf? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal vielleicht sagen, ihr habt das ja schon des Öfteren durchgespielt wahrscheinlich, also zumindest öfter als ich. Ich habe es jetzt nur einmal durchgespielt. Und keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wir packen das nach da. Dann könnten wir eigentlich, ja, ich weiß nicht, das könnten wir eigentlich auch schon im späteren Durchlauf machen, weiß ich noch nicht. Müssen wir gerade mal gucken. An sich gibt es ja da unten nur den Magier und dann schalte ich, glaube ich, irgendeinen Shortcut frei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke einfach mal kurz hin noch. Ja, der muss bloß sterben. Weil das habe ich, glaube ich, das letzte Mal relativ zum Schluss gemacht. Es hat ein Weilchen gedauert, bis ich den down hatte. So. Bis ich hingemacht habe. So, da dürfte es mich überhaupt nicht kümmern, wo die Kugel hinkommt. Da muss ich nämlich hin. So, dann gehen wir doch mal hierher. Die kommt ja eh dann irgendwie mir noch nach, wenn ich da irgendwie was betätige. Die stellen das ja dauernd um. So, da ist der gute Magier. Ja, das ist alles eine Sache. Finden wir heutzutage nicht oft. Ich bin Ach, das ist Logan. Stimmt, Logan. Da brauche ich erst einen Schlüssel für, ne? Okay, ich guck mal, ob ich... Warte mal, was ist denn das für ein Item? Generalschlüssel benutzt? Ja, das ist schön. So, Leiche plündern. Ich weiß gar nicht, ob das Ding jetzt nach oben fährt, wenn ich jetzt hier drin bleibe. Das sind ja so ähnliche Dinger wie in Demon's Souls. Okay. Das ist es scheinbar nicht.
Ich probiere einfach mal. Warte mal, ich nehme mal das Ding hier. Und warte einfach mal kurz.